Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Fidelity-Marktbericht. Aktuelle Entwicklungen im Blick, analysiert von Tappe und Telschow. Mein Name ist Andreas Telschow und ich bin heute leider allein unterwegs. Der Maurice Tappe ist leider krank geworden. Das bitte ich zu entschuldigen. Und Sie müssen da mit mir Vorlieb nehmen heute und ich führe Sie hoffentlich bestens durchs Programm. Der Markt ist nach wie vor volatil, nach wie vor spannend. Und wir werden das Ganze jetzt mal gemeinsam analysieren. Dann lassen Sie uns auch starten, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen ein bisschen was mitgebracht im aktuellen Umfeld und das schauen wir uns mal gemeinsam an. Richtig aufgestellt mit zwei Anlageleitlinien soll heute mal ein Thema sein, als kleiner Appetitanreger. Wie kann ich mit Marktveränderungen überhaupt umgehen? Ich hatte gerade schon zu Anfang gesagt, wir haben nach wie vor eine schwierige Situation, wirtschaftliche Schwäche, der schreckliche Russland-Ukraine-Krieg, der noch immer andauert, ein Ende nicht absehbar. Inflationssorgen, Zinssorgen, viele Einflussfaktoren. Und in so einer Phase ist es nur allzu menschlich auch zu sagen, wie gehe ich überhaupt damit um? Was mache ich überhaupt mit meinen Geldanlagen? Alles, was ich irgendwie machen kann, könnte ja irgendwie auch verkehrt sein. Und das ist ein Grund auch mal über das grundsätzliche Verständnis auch einer längerfristigen Anlage, einer längerfristigen Fonds-Geldanlage nochmal nachzudenken. Wir unterscheiden nämlich hier zwischen strategischer und taktischer Allokation. Die strategische Allokation ist die langfristige Leitlinie, die Sie im Depot beherzigen sollten. Also mit welcher Aufteilung zwischen Aktien, eher offensive Papiere oder Zinspapiere, eher defensive Papiere oder auch Cash, Liquidität fühle ich mich wohl. Das ist wichtig zu definieren. Das sollen Leitlinien sein, die Ihnen über die nächsten Jahre quasi beim Anlageergebnis helfen. Und die sollte man auch nicht permanent antasten. Deswegen nennt es sich auch strategische Allokation. Das heißt, das sollten die grundsätzlichen Eckpfeiler sein. Das heißt aber nicht, dass ich niemals mehr auf Marktsituationen reagieren darf oder sollte. Es gibt die taktische Allokation. Auch wenn ich mir auch im Vorfeld sage, mein idealer Mix ist ein Mix aus 50% Aktien und 50% gemischten Zinspapieren, dann ist das durchaus okay. Und diese 50% Aktien in meinem Depot, die können ja unterschiedlich aufgeteilt sein. Und da sind wir bei der taktischen Allokation. Das bedeutet nämlich, in Abhängigkeit von der aktuellen Marktlage kann ich auf Situationen reagieren. Das heißt, die Allokation des Depots sollte immer auch überprüft werden und ich kann dann sagen, in meiner Aktienquote schichte ich ein bisschen mehr von den Industrieländern in die Schwellenländer oder umgekehrt oder von Europa nach USA oder Branchen, Regionen etc. Das sind taktische Allokationen, die ich justieren kann, um auf eine Marktsituation zu reagieren. Sprechen Sie auch gerne mal mit uns drüber, wie wir derzeit den Markt sehen oder schauen Sie dieses Video, was Sie ja tun. Dann können diese Leitlinien Ihnen helfen, besonders im aktuellen Umfeld auch den roten Faden nicht zu verlieren. Denn das ist das Wichtigste, um im aktuellen Umfeld auch und in vielen anderen volatilen Börsenphasen auch zu bestehen. Denn langfristig, das haben viele Studien gezeigt, sind diese langfristigen Leitlinien, die man auch strategisch lässt und nicht permanent antastet, der beste Ratgeber für eine erfolgreiche Geldanlage. Es gibt aber auch noch einen Blick auf den Markt, den wir hier nicht zu kurz kommen lassen wollen, meine Damen und Herren. Sie sehen es, ein schwacher Monat im April für fast alle Assets, für fast alle Anlageklassen. Das bedeutet auf Deutsch, Sie sehen es auf der linken Seite der Aktienbereich, die Balken nach unten, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Der Markt wird von geopolitischen Themen geprägt. Der Krieg, der schreckliche Inflation, Zinssorgen, Konjunktursorgen, all das treibt den Markt derzeit nach unten. Da hat er im April noch wesentlich stärker jetzt reagiert nach unten, als es im März noch der Fall war. Und wir sehen gerade die Werte, die auf der Growth-Seite standen, das sind also Wachstumswerte, die oftmals auch noch junge Unternehmen sind, auch mit Fremdkapital arbeiten, Technologie etc., wurden besonders abgestraft. Sie sehen es ganz links im S&P 500, ein großer amerikanischer Aktienindex, auch sehr Growth-lastig, einer der größten Verlierer, mehr als die klassischen Industrieländer. Sie sehen es im DAX auf der Seite über alle europäischen Märkte. Auch die Schwellenländer haben sich nicht gut entwickelt im April. Das sieht man quer durch die Bank. Die Gründe dafür sind bekannt. Ich sagte sie eben, die Zinsen, die Zinserhöhung, die Inflation, die nahezu kein Top mehr zu kennen scheint im aktuellen Umfeld und die weiteren Effekte, die sich daraus ergeben, Lohnpreisspiralen, dadurch, dass Löhne erhöht werden, können sich die Inflation auch weiter fortsetzen. Solche Themen bewegen den Markt. Die Rentenseite, da sind wir sehr stark geprägt, von der Zinssituation. Die Amerikaner haben es vorgemacht.
Zinsschritte, saftige Zinsschritte schon bisher. Im Mai erwarten wir den nächsten Zinsschritt und es geht eigentlich nur noch mal darum, wie hoch der ausfallen wird. Und das wird den Markt erstmal bewegen. Ja, also im aktuellen Zinsumfeld geraten die Zinspapiere unter Druck, die Staatsanleihen, auch die Hochzinsanleihen. Wir sehen, dass die Staatsanleihen noch ein bisschen weniger stark korrigiert haben, wenn man das so sagen kann. Das sehen Sie ganz links mit dem World Government Bond. Das sind klassische Staatsanleihen, die etwas weniger stark nach unten reagieren als die klassischen High-Yield-Anleihen. Durch die Bank sind die Kurse aber auf breiter Front nachgegeben, haben auf breiter Front nachgegeben. Das führt im Umkehreffekt zu steigenden Renditen. Und die Staatsanleihen sind ja auch ein ganz guter Begriff. Wenn Sie die deutsche Staatsanleihe mal sehen, die Bundesanleihe, die zehnjährige, die ist ja schon wieder deutlich im Plus. Das hatten wir sehr, sehr viele Jahre nicht mehr. Ist eine Reaktion auf die derzeitige Situation in dieser Zinsphase. Da werden auch wieder andere Zeiten kommen. Wir haben jetzt viel Negatives dort auch eingepreist. Der Rohstoff- und Immobiliensektor nach wie vor auf hohem Niveau. Das Brennöl noch mal ein bisschen im Plus, die anderen in einer leichten Korrektur. Ja, und dann lass uns drauf kommen, meine Damen und Herren, was das im April grundsätzlich mit dem Markt gemacht hat. Was bewegte die Märkte? Die steigenden Zinsen und die Konjunktursorgen lassen die Aktienmärkte weiter fallen. Die Zinsthematik ist eine große. Gingen wir bis vor kurzem noch davon aus, dass im Euroraum sehr wahrscheinlich gar keine Zinserhöhung stattfinden wird. Sprechen wir jetzt auch davon, Zinserhöhungen. In den USA geht es darum, wie viele werden es werden. Man will der Inflation, man muss der Inflation Einhalt gebieten. Und die wird sicherlich in diesem Jahr nochmal sehr hoch sein, sich dann wahrscheinlich auch ein Stück weit beruhigen. Wir sehen aber durchaus für die nächsten Jahre, dass das Inflationsthema eins sein wird. Das gilt es auch in Schach zu bekommen. Die Entwicklung der Inflation und auch die wirtschaftlichen Daten, wie zum Beispiel der US-Arbeitsmarkt, die sollten genau beobachtet werden. Derzeit sehen wir in den Industrieländern noch einen etwas stärkeren Hang zu den USA, die diese derzeitige Marktsystematik wesentlich stärker verarbeiten oder besser verarbeiten können als Europa. In Europa sehen wir schon die Gefahr einer Rezession, weil gerade das Energiethema auch aufgrund des schrecklichen Krieges hier in Europa sehr viel stärker durchschlägt, als das in den USA der Fall ist. Das heißt, wenn wir uns im Industrielandbereich umschauen, dann sind wir doch eher in den USA auch positioniert. Wir bleiben vorsichtig bei unserer Haltung auch gegenüber Aktien und Hochzinsanleihen grundsätzlich. Wir sind in einer defensiven Position. Wir verabschieden uns nicht grundsätzlich aus dem Aktienmarkt. Wie auch die erste Folie gesagt hat, das wäre für eine strategische Allokation nicht so ratsam. Wir sind ein Stück weit vorsichtiger. Also Industrieländer eher auf der USA-Seite. Bei den Schwellenländern im USA, im Asien-Pazifik-Raum auch neutral. Wir sehen durchaus, dass es auch im Asien-Pazifik-Raum in den Schwellenländern Sinn machen kann, dort auch zu investieren. Sehen aber allerdings auch, dass in China, und das ist der letzte Punkt, das Wachstum durchaus etwas schwächer ausfallen dürfte, aufgrund der aktuellen Restriktionen auch hinsichtlich Covid. China peilte, so sehen wir es, ein Wirtschaftswachstum von über 5% an für dieses Jahr. Wir rechnen eher, dass das im Bereich 4% auch geht, aufgrund der aktuellen Situation. Ja, das zur aktuellen Marktsituation, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie können ein bisschen was anfangen mit den Informationen. Rufen Sie uns auch gerne an, kontaktieren Sie uns, schreiben Sie uns, wenn Sie Feedback haben. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, viel Erfolg mit Ihren Investments und bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Telschow.